und schön, dass ihr wieder dabei seid bei RecoPlay. Ich stelle euch heute mal das erste Gameboy Castlevania Spiel vor, was damals rauskam, und das hat den Titel The Castlevania Adventure. Ja, das Spiel ist von 1991, also noch ein recht frühes Gameboy Spiel, und Castlevania ist ja im Prinzip eins der größten und erfolgreichsten Franchises der Firma Konami, die das Spiel hier auch entwickelt und veröffentlicht haben. Und inzwischen gibt es, glaube ich, über 30 Castlevania-Titel auf allen möglichen Konsolen. Nicht nur auf Nintendo-Konsolen, gibt auch für Mega Drive einen Titel. Und für die PlayStation 1 gab es auch einen Titel. Und ja, jeder Titel ist im Prinzip ein Exklusivtitel für die jeweilige Konsole gewesen. Ne? Das ist auch was Besonderes, also gab keine Portierung auf andere Konsolen dann. Ähnlich wie bei Metroid hatten wir es ja auch schon, dass die entsprechend alle Exklusivtitel gewesen sind. Ja, worum geht's grob in Castlevania? Wir spielen eigentlich immer einen Vampirjäger aus dem Clan der Belmonts, der ja, Dracula daran hindern muss, ja, wieder zum Leben zu erwachen oder Dracula besiegen muss im Prinzip. Die Hauptwaffe ist dabei eine Peitsche immer, und es gibt immer sogenannte Sekundärwaffen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die man im Spiel aufsammeln kann. Das kann zum Beispiel Weihwasser sein oder Kruzifixe, Äxte gibt es, mit denen man die Gegner entsprechend dann besiegen kann. Also so Sonderwaffen im Prinzip. Und im Prinzip, wie gesagt, muss man immer Dracula besiegen. Das ist so das große Hauptthema der Serie. Castlevania ist grundsätzlich immer eigentlich ein, ja, kann man sagen, Action-Jump'n'Run, klassischer Side-Scroller. Bis zur Symphony of Night, glaube ich, hieß der Titel. Da wurden dann Rollenspielelemente noch eingeführt in das Castlevania-Universum, dass man zum Beispiel Erfahrungspunkte sammeln kann, um da entsprechend ja, Attribute zu verstärken und solche Sachen. Das gibt es allerdings alles hier bei unserem Castlevania jetzt noch nicht. Der Teil hier spielt 100 Jahre vor dem ja, klassischen Castlevania, sage ich jetzt einfach mal. Das kam ja 1986 für das NES raus. Da hat man Simon Belmont gespielt, und in diesem Teil hier spielt man jetzt Christopher Belmont, und wir müssen ja ganz klassisch uns den Weg durchkämpfen zu Draculas Schloss, um am Ende Dracula zu besiegen, und haben hier 4 Level, also das Spiel ist gar nicht so wahnsinnig lang. Das Besondere hier dran ist, dass es keine Sekundär- oder Sonderwaffen eigentlich gibt, wie das in eigentlich allen anderen Castlevania-Teilen der Fall gewesen ist. Das Spiel wurde damals auch sehr gemischt von der Presse aufgenommen. Große Kritik gab es an der Steuerung des Spiels, die wirklich nicht so wirklich dolle ist, weil unser guter Christopher hier, der bewegt sich so lahm und langsam, dass es dass man sich da wirklich erstmal dran gewöhnen muss, und auch gerade pixelgenaue Sprungpassagen, nenne ich es jetzt einfach mal, können wirklich eine Nervenherausforderung werden. Ihr werdet das ja gleich selbst sehen im Spiel. Positiv erwähnen muss man auf jeden Fall, wurde auch von der Presse damals gemacht, die wirklich fantastische Musik des Spiels und die sehr, sehr schönen Grafiken, die auf dem Gameboy hier sind. 2 Sachen gibt es noch, die ganz nett zu wissen sind. Letztes Jahr, also seit 2017, gibt es auf Netflix eine Castlevania-Serie exklusiv, und zwar im Comic-Stil, also Anime-Manga-Stil. Soll sehr gut sein. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen, werde das aber auf jeden Fall mal noch nachholen. Und zu diesem Spiel hier, 2005 kam ein Comic raus mit dem Titel Castlevania The Belmont Legacy, und da ist der Hauptcharakter hier dieser Christopher Belmont aus dem Spiel. Gut, wir schauen mal kurz auf die Cover. Wieder mal nur kurz, denn ihr seht schon, hier gibt es gar nicht so viel zu sagen, denn alle 3 Veröffentlichungen, die es von dem Spiel gab, sowohl die europäische als auch die amerikanische und japanische, die benutzen dasselbe Cover. Und in Japan hieß das Spiel im Übrigen Dracula Densetsu, also die Legende von Dracula im Prinzip. Ja, und das Cover auf jeden Fall, ich finde, eins der schönsten Gameboy-Cover, muss man wirklich schon fast sagen. Ganz, ganz tolle Zeichnung hier mit Dracula, der hier den aus dem Finger Blitze an sein Schloss zieht. Und unser Christopher Belmont hier, der mit der Peitsche die ganzen Fledermäuse hier schon so ein bisschen in Schach hält. Also ein
Ganz, ganz tolles Bild auf jeden Fall. Dann haben wir hier hinten Screenshots. Hier sehen wir schon den ersten Endgegner, den wir haben. Das hier ist später im, ich glaube, zweiten Level gegen Ende. Das hier ist der vierte Level, der es auch wirklich in sich hat. Und ja, auf jeden Fall eine sehr coole Verpackung. Unsere ist hier leider schon so ein bisschen ramponiert. Aber gut, das tut dem Bild eigentlich keinen Abbruch. Gut, wir haben hier unser Cartridge. Dann haben wir hier einen blauen Zettel. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht zum ersten Mal, das wäre gelogen, aber ich habe auch schon seit längerer Zeit nicht mehr hier das Spiel aus der Packung genommen. Was steht denn da drauf? Bei längerer Spieldauer ist es ratsam, etwa jede Stunde 10 bis 15 Minuten Pause zu machen. Also die Sicherheitswarnhinweise, so kann man es vielleicht nennen. Okay, dann haben wir hier unsere Anleitung. Die ist nicht so wirklich dick, auch schön hier nochmal mit dem Cover, was wir vorne drauf hatten. Und dann Nintendo Qualitätssiegel hier. Dann die Vorgeschichte, der nackte Terror steht dir bevor. Dann hier über unsere Spieltasten, ja, über unsere Gameboy-Tastenbelegung, die erzähle ich euch gleich im Spiel, das ist nicht so umfangreich. Dann hier die Gegenstände, die man aufnimmt, ganz schön, alles eigens gezeichnet hier für die Anleitung wieder. Herz für Energie, Extraleben und Unverwundbarkeit mit dem Kreuz, das zeigen wir euch aber, wie gesagt, alles gleich im Spiel dann. Dann hier noch ein paar Spieltipps, die sind auf jeden Fall nicht verkehrt, denn das Spiel ist, ich sag's auf gut Deutsch mal, sackschwer. genau, und dann hier hinten auch sehr schön, finde ich, Zeichnungen von den einzelnen Gegnern, die wir hier im Spiel haben. Das sind nicht ganz so viele, aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Und auch hier hinten hat man nochmal unseren Simon, nein, nicht Simon, es ist ja Christopher Belmont, Entschuldigung, den wir hinten ja auf der Anleitung noch drauf haben. Ja, wie immer, ganz kurz noch was zum Preis. Damals Standard Gameboy Spiel hat an die 60, 70 D-Mark gekostet. Heute ist es auch gar nicht so günstig. Also wer es haben möchte, in wahrscheinlich sogar noch besserem Zustand als ich hier mit meinem Aufkleber und abgepitteltem Zeug, der muss schon so an die 60, 70 Euro zahlen, wer es komplett mit Anleitung und Verpackung haben möchte. Das Modul alleine, das reicht einem eigentlich auch schon, weil wie gesagt, das Spielprinzip ist relativ simpel. Das kriegt ihr schon so für, ja, ich sag mal so 6 bis 8 Euro sollte das eigentlich möglich sein, das zu bekommen. Gut, dann legen wir jetzt los mit Castlevania Adventure. So, Konami. Castlevania Adventure, Copyright 1991. Dazu müssen wir eigentlich noch dazu sagen, dass das Spiel 1991 bei uns hier in Europa rausgekommen ist. Ursprünglich kam das Spiel bereits 1989 in Japan raus. Also das hier, wie gesagt, der Europa-Release. Wir haben Stage 1 und 2 Leben. So, hier starten wir. Hier haben wir unseren Christopher Belmont. Wir können uns bewegen, rechts, links, hoch, runter. Mit unten ducken wir uns, mit hoch passiert nichts, mit A können wir springen, sieht ein bisschen komisch aus, finde ich hier, als ob er so einen Klotz an den Beinen unten hätte. Genauso schnell fällt er auch wieder nach unten. Ja, und mit B haben wir die Peitsche, mit der wir schlagen können, geht auch im Sprung. Wir können, wenn wir hoch springen, uns nicht mehr bewegen, ja? Und auch wenn wir nach vorne springen, ist der Sprung, bis er zu Ende ist, nicht mehr ja, zu unterbrechen. Also vorher können wir nichts anderes machen. Okay, Anzeige ist eigentlich relativ klar. Oben haben wir unsere Zeit. Gute 12 Minuten noch. Links unten die Energieanzeige. Und rechts unten unsere Punkte. So, die erste Kerze hier lassen wir außen vor. Da kriegen wir nämlich gleich ein Extra-Leben dafür. Ja, ihr habt gesehen, die Kerzen kann man hier kaputt machen. Da kriegt man Goodies, zum Beispiel Münzen, die Punkte bringen. Und das erste, so wie auch das hier, diese Kugel, die ich eingesammelt habe, die leveln quasi die Peitsche auf. Einmal zur Kettenpeitsche und einmal zur Flammenpeitsche hier, die jetzt quasi auch eine Fernkampfwaffe ist. Genau, mehr aufleveln ist nicht möglich. Und jeder Treffer, den wir von dem Gegner einstecken müssen, ist gleichbedeutend damit, dass wir wieder eine Stufe runtergelevelt werden mit der Peitsche. Was sehr schwierig ist für später, auf jeden Fall. Denn ihr werdet es nachher auch noch sehen, manche Passagen sind mit der normalen Peitsche, wenn man nicht wenigstens die Kettenpeitsche hat, kaum spielbar.
hier war jetzt die Kerze, die unser Extra-Leben gebracht hat. Und das, wie gesagt, nur weil wir die allererste Kerze nicht kaputt gemacht haben. So, auf jeden Fall sehr, sehr cool hier, die Hintergründe animiert. Ja, das habt ihr schon gesehen, Fehler gemacht eben. Einmal getroffen von dem Vogel. Die Hintergründe sehr, sehr schön auf jeden Fall. Zwar nicht animiert, aber sehr schön gezeichnet, finde ich. Wann kommt der denn hier unten, der Vogel? So, wir haben wieder die schwächste Peitsche. Das ist sehr schade, aber da werden wir mit Sicherheit gleich noch was Entsprechendes finden. Ja, ansonsten, ihr seht es ja selbst, vielleicht wirkt das jetzt nicht ganz so auf dem Bildschirm bei euch, aber er bewegt sich wirklich sehr, sehr träge und langsam hier. Und das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. So, und die Kreuze sind Unverwundbarkeit. Für eine kurze Zeit unverwundbar. Was vor allem gerade bei diesen Augen gut ist. So, hier kommen wir zur ersten Besonderheit. Das Spiel hat in jedem Level einen Geheimraum. Also es gibt 4 Geheimräume, da wir 4 Level haben. Und der erste befindet sich hier. Und zwar können wir hier ganz einfach weiter nach oben klettern. Und kommen hier an eine Stelle mit 4 Kerzen. Da haben wir Geld. Wir kriegen ein Extra-Leben. Wir kriegen wieder unsere Peitsche aufgelevelt. Und ein Herz für Energie. Also ein Umweg, der sich auf jeden Fall immer lohnt. So. Auch hier sehr schön finde ich die Hintergründe gezeichnet mit den Grabsteinen und ja, dem Baumstamm. Ja, wir können hier leider auch, wie ihr seht, nicht von der von dem Seil aus schlagen mit der Peitsche. Wir müssen dann runterspringen und schlagen. Das geht nicht anders. Auch das ein bisschen schade. Also die Steuerung ist wirklich sehr, sehr aufs Minimum reduziert. Und jetzt ist es schade, dass wir nicht die Feuerpeitsche haben. Sonst hätten wir hier noch hinten an der Kerze, an die wir jetzt nicht drankommen, unser drittes Extra-Leben noch gekriegt. Aber das haben wir hier jetzt erst. Aber gut, so ist das. So, noch eine Info, für 10.000 Punkte gibt es ein Extra-Leben. Also alle 10.000 Punkte bekommt man ein Extra-Leben. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. So, und hier beginnen jetzt schon die etwas schwierigen Sprungpassagen. Und hier ist es wirklich ratsam, ich demonstriere es gerade, ihr seht, ihr könnt hier mit dem hinteren Bein, er hat ja so einen Ausfallschritt, mit dem hinteren Bein kann man bis ganz an den Rand gehen und ja, so weit muss man oft auch nach vorne gehen, weil er sonst diese Sprünge hier nicht schafft. Und die Szene kommt jetzt hier auch nochmal. Wir gehen gerade mal unten lang, aber ihr seht schon oben, da werden wir gleich lang müssen. Und das ist ein bisschen tricky. Da ist hier wirklich das, was ich vorhin schon sagte, auf sehr pixelgenaues Springen ankommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass er manchmal, dass wenn man einen kleinen Ticken zu weit vorne steht, dass der Sprungknopf nicht mehr funktioniert. So, die Katze nehmen wir auch noch mit. Jetzt gab es halt, glaube ich, nichts mehr. Ein paar kleine Grafikfehler hier, wie ihr seht. Komischerweise wird auch ab und zu links die Energie mal angezeigt. So ein ganz kleines bisschen der Energiebalken. Ja, und wenn man diese Sprungpassagen nicht gewöhnt ist, kann man hier schon die ein oder andere Minute mit verbringen. Und den ein oder anderen Durchlauf. So, jetzt kommen wir schon zum Endgegner, zum ersten. Der tritt in Erscheinung, sobald wir hier die Kerze kaputt machen und diese Kugel aufgenommen haben. Der ist nicht wirklich schwer. Ja, und
Ihr habt doch gesehen, jetzt trotz Raum absuchen und trotz viel erklären, die Zeit reicht eigentlich hier locker immer aus bei Castlevania Adventure, um die Level zu schaffen. So, hier gibt es auch im Prinzip nur durchlaufen, dann können einen die Fledermäuse nicht treffen. Eine letzte gab es eigentlich hier noch, vielleicht ist sie jetzt weggeflogen. Ja. Okay. Und das sind meine absoluten Lieblingsgegner in Anführungszeichen, weil diese Kugeln hier, die sie spucken, teilweise so bescheuert fliegen. So wie diese hier, was echt gemein ist, wenn die nicht einfach auf dem Spiel dann mal sind, wenn man den Screen verlassen hat. Also bei dem Spiel merkt man auf jeden Fall schon, dass der Gameboy ziemlich schaffen muss, und hier ab und zu schon ein bisschen in die Knie geht. So, die Katze nehmen wir auch noch mit. Noch eine Münze. Ja, und auch der Gegner-Respawn hier macht es nicht wirklich einfacher. Ja, und jetzt haben wir schon schlechte Karten hier mit dieser Peitsche. Auch die Sprungpassage hier unten, alles andere als einfach, da im richtigen Moment loszuspringen. So, und auch hier dieser Sprung ist nicht ohne. Wir können übrigens nicht uns wie bei Mega Man hier zum Beispiel jetzt einfach mit A fallen lassen, um schneller in den nächsten Bildschirm zu gehen. Das funktioniert nicht. Das ist gleichbedeutend mit dem Tod. Das nur mal so am Rand. Ja, und gerade die Viecher hier sind mit der normalen Peitsche echt... Ah, jetzt habe ich es gerade ganz gut geschafft, aber die sind schon echt ein harter Knochen. Okay, so, hier kommt die Brücke mit rollenden Augen. Hier rentiert es sich auf jeden Fall, die von hinten immer kaputt zu machen. Ihr seht, die Brücke geht dadurch kaputt. Und die Augen fallen alle rein. Über die einzelnen Augen von vorne kann man rüberspringen. Wenn zwei Augen kommen, so wie jetzt hier, sollte man die kaputt machen, sonst schafft man das nicht mehr. So. Ja, das ist alles wirklich hier Millimeterarbeit mit dem Springen, wie ihr seht. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ja, ganz links, die Kerze ist auch ein Extra-Leben. Die kriege ich allerdings sehr selten nur. So wie hier jetzt. So, jetzt gehen wir hier einen Weg, der zuerst zu so einem kleinen Bonusraum mal führt. Das ist hier links rum. Und entsprechend noch mal links. Ich glaube, jetzt ging es hier rechts runter. Genau. So. Hier kriegen wir nämlich nochmal Herz, Geld. Hier ist, glaube ich, eine Kugel drin. Ja. Nochmal Geld. Und